Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. So, im letzten Part hatten wir ja angefangen, schon ein paar Quests hier anzunehmen. Und ja, auf jeden Fall sind wir jetzt momentan in Gridania. Es hat sich seit dem letzten Mal ein bisschen was geändert. Es gab ein Patch am Dienstag. Dadurch habe ich jetzt dieses Zeichen an der Seite. Das nennt sich, das ist so eine Art Zeichen, weil ich neu angefangen habe und deswegen noch nicht so viel Erfahrung im Spiel habe. Das soll so gesehen uns so ein bisschen, ja, wie sagt man, also wie beim Autofahren, so diese Anfängeraufkleber. Egal, auf jeden Fall sind wir jetzt momentan hier in der Stadt. Ich habe ein bisschen was am HUD-Layout geändert. Wir haben jetzt hier ein wenig alles größer gemacht, dass ihr das auch besser sehen könnt. Und wir wollen jetzt uns ein wenig um die Quests kümmern. Beziehungsweise habe ich ja hier auch noch ein paar Quests, die ich annehmen kann. Die Wache wacht. Der Soldat Duimisant wartet ungeduldig auf seine Wachablösung. Abenteurerin, kannst du eine Nachricht für mich übermitteln? Meine Wachablösung lässt ganz schön auf sich warten. Kannst du zur Gerbergilde gehen und dort Millicent bitten, Ersatz für mich zu schicken? Langsam aber sicher stehe ich mir hier die Beine in den Bauch und ich muss dringend auf den Abort. Aber natürlich kann ich meinen Posten nicht einfach so verlassen. Das wäre Fahnenflucht. Deshalb bitte ich dich, tu mir bitte den kleinen Gefallen und rede mit Millicent, ja? Okay, da haben wir die nächste Quest angenommen. Jetzt gehen wir mal zu Estane. Spuren einer Nacht. Dafür bräuchte man übrigens Level 2, um diese Quest abzuschließen. Das werden wir dann aber noch machen. Beziehungsweise am Ende des heutigen Aufnahmetages werde ich wohl draußen mal ein bisschen kämpfen gehen, damit wir im nächsten, beim nächsten Mal dann so ein bisschen andere Sachen noch machen können. Estane könnte Hilfe bei der Pflege von Miketos Amphitheater gebrauchen. Ah, ein neues Gesicht. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ich heiße Estane und ich kümmere mich um Miketos Amphitheater. Das ist übrigens das Amphitheater. Gestern Nacht haben hier offensichtlich einige Silfen herumgetollt und eine Gemüseparty gefeiert. Das gönne ich ihnen ja gerne, aber vermutlich als Dank haben sie hier überall Kürbisse, Möhren und anderes Wildgemüse verteilt. Um das alles alleine aufzusammeln, bräuchte ich ewig. Kannst du mir vielleicht helfen? So, okay, auf jeden Fall werden wir mal... Moment, was haben wir denn hier in der Aktion mit Objekten? Ach so, genau, uns wird jetzt hier gezeigt, dass wir mit Objekten interagieren können. Das brauche ich eigentlich nicht großartig erklären, das zeige ich euch direkt mal. Und zwar, wenn wir hier draufklicken, ich habe jetzt wie gesagt mit Gamepad, kann ich dann hier mit X einfach das Gemüse aufsammeln. Das werden wir jetzt mit den anderen auch noch machen. So, hier drüben haben wir auch noch welche. Insgesamt sollen wir 6 Stück aufsammeln. Und das noch. Ja, das sind so die ersten Quests. Das soll eigentlich mehr so eine Art Tutorial sein, damit wir ein bisschen ans Spiel herangeführt werden, wie was funktioniert. Ist bei Final Fantasy 14 vielleicht sogar leicht übertrieben. Also uns wird hier echt auf dumme Art und Weise gezeigt, wie das Spiel funktioniert. Vielen Dank für deine Hilfe. So sieht der Platz doch gleich viel besser aus. Das Amphitheater ist öffentlich zugänglich und solange hier keine Veranstaltung stattfindet, kann es jeder nutzen. Gerne auch die Silfen. Ich wünschte nur, sie würden es so hinterlassen, wie sie es vorfinden. Sauber und ordentlich. Naja, zumindest haben wir jetzt einen Haufen leckeres Gemüse. Dafür gebührt den frechen Silfen wiederum unser Dank, ebenso wie dir für das Aufsammeln. Das Gemüse werde ich Amions Hexenstübchen liefern lassen, damit es der Allgemeinheit zugute kommt. So, wir kriegen jetzt... bisschen drehen. Wir kriegen jetzt 110 EXP und 110 Jill und 5 Windkristalle. Die Windkristalle können wir später erst nutzen, wenn wir mit dem Craften anfangen. Das werde ich auch auf jeden Fall mal noch machen, beziehungsweise euch zeigen. So, auf jeden Fall haben wir durch die EXP Level 2 erreicht und das Kommando Vita erlernt. Ich habe zwar jetzt volle HP, aber kann ich euch ja mal zeigen, mit Vita können wir uns selbst heilen. Ist am Anfang noch ziemlich schwach, aber später können wir das dann, ja, ein bisschen verstärken. Gut, jetzt gehen wir mal zum nächsten Ort. Da erwartet uns eine weitere Quest. Beziehungsweise die wollte ich jetzt eigentlich gar nicht
annehmen, sondern ich wollte mich um eine weitere Quest kümmern. Das ist so diese Story-Quest, die wir ja langsam mal weitermachen wollten. Okay, wir reden erstmal mit Melaine. Gut, Melaines Schülerin. Die Druidin Melaine machte sich Sorgen, dass ihre geliebte Schülerin ohne Hilfe mit ihren Aufgaben überfordert sein könnte. Mir scheint, du suchst eine Aufgabe. Wärest du bereit, meiner Schülerin ein wenig zur Hand zu gehen? Sie heißt Praia und du findest sie in der Gilde der Druiden. Dort ist sie mit Arbeiten beschäftigt, die ich ihr aufgetragen habe. Doch nun fürchte ich, dass ich ihr zu viel zugemutet haben könnte. Sie hat doch gerade erst ihre Ausbildung zur Druidin abgeschlossen. Vielleicht kannst du ihr unter die Arme greifen, ja? Also wir sind ja selbst Druiden. Ich sage immer White Mage, also das sind wir theoretisch erst ab Level 30. Aber wir sind so eine Art Vorstufe davon. Ich nenne es trotzdem immer so, das ist einfach Gewohnheit. Aber letztendlich sind wir halt nur Druide. Okay, jetzt gucken wir mal hier auf die Karte. Oben könnten wir noch zwei Quests annehmen oder wir könnten die Story-Quest weiter vorantreiben. Ich denke, ich gehe mal zur Story-Quest, damit wir da noch ein bisschen was erleben. Wir sollten ja so ein paar... Ach, hier haben wir schon 9 Ätheriten. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich die ja jetzt noch nicht alle aktiviert habe und die jetzt mitnehme. So. Achso, genau, da kann ich euch direkt auch mal zeigen. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel zur Gilde der Waldläufer gehen. Das ist das, was wir momentan schon aktiviert haben, genauso wie den Ätheritenplatz. Da müssen wir jetzt aber noch nicht hin. Okay. So, auf jeden Fall gehen wir mal hier rein. Wir sollten zu... ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß. Wir sollten auf jeden Fall zu diesem einen Typen... Beziehungsweise erstmal zu dieser Leiterin von der Gilde. Beziehungsweise, nee, was war denn das? Madel, genau so hieß er. Damit wir da erstmal so ein bisschen was über die Druiden selbst erfahren. Du suchst nach den Geheimnissen der Druidenabenteurerin? Dann bist du hier genau richtig. Sei gegrüßt und willkommen bei der Gilde der Druiden. Kommst du auf Bitten von Mion? Ah, dann gebe ich dir am besten eine kurze Einführung in die Geschichte und grundlegende Arbeitsweise unserer Zunft. Die Kunst der Druiden besteht im Manipulieren der Elementarenergie, durch ein tiefgreifendes Verständnis der Natur. Unsere Magie beeinflusst unmittelbar die Lebenskraft eines Wesens und wir sind bekannt für unsere heilenden Zauber. Diejenigen mit einem Talent für das Weben des Äthers werden gewöhnlich als Magier bezeichnet und sie betreiben ihre Künste schon seit uralten Zeiten. Der Übergang zu einer formalen Ausbildung zum Druiden fällt jedoch mit der Gründung Credanias zusammen. Ich rede nun von Ereignissen, die mehr als 550 Jahre zurückliegen. Da sie nicht von den Gebietern akzeptiert wurden, waren unsere Vorfahren gezwungen, unter der Erde in der Stadt Gelmora zu hausen. Aber sie waren nicht willens, ihren innigen Wunsch aufzugeben, inmitten der Zweige des Waldes der Einkehr zu leben. Und so suchten die Siedler nach Wegen, mit den Gebietern zu kommunizieren. Im Gegensatz zu unsereins und anderen Kreaturen bestehen Gebiete aus purem Äther. Somit waren Magier, die sich mit der Manipulation dieser Materie beschäftigen, in der Lage, eine Verbindung herzustellen. Nach 50 Jahren voller fehlgeschlagener Versuche erzielten die Magier einen Erfolg in den Verhandlungen mit den Gebietern. Unseren Vorfahren, deren Anwesenheit nur toleriert wurde es gestattet, innerhalb des Waldes eine Siedlung zu errichten. Dies war die Geburtsstunde von Credania. Von diesem Zeitpunkt an sprachen die Gebieter des Waldes durch unsere Magier zu uns. Die Elementare führten den Bewohnern von Credania mit ihrer Weisheit und lehrten uns ein Leben im Einklang mit der Natur. Und dank der geduldigen Anleitung durch die Gebieter erlangten unsere Magier mehr Kontrolle über die Elemente und ein besseres Verständnis der Essenz des Lebens. Dieses neue Wissen wurde eingesetzt, um die uralten Zauber zu verfeinern und neu zu formen, die nun als Kunst der Druiden bekannt ist. Ich hoffe, ich konnte dir damit die Gilde der Druiden ein wenig näher bringen. Solltest du den Wunsch verspüren, tiefer in den Mysterien der Druidenkunst einzusteigen, dann lege ich dir nahe, unserer Gilde beizutreten. Ich kann mit deiner Einführung beginnen, wann immer du möchtest. Gib mir Bescheid, wenn du bereit für den ersten Schritt bist. Das sind wir natürlich und das werden wir auch gleich mal machen. Beziehungsweise überlege ich gerade. Ich kann jetzt hier zwei Quests annehmen.
Ich glaube, ich werde trotzdem erstmal Mardells Quest annehmen. Und hast du den Entschluss gefasst, der Druidengilde beizutreten? Na klar, der Weg des Druiden. Wir müssen Level 1 dafür sein, kriegen 100 EXP und Rosinen. Mit Mardell von der Rezeption der Grotte der versunkenen Gedanken zu sprechen, ist der erste Schritt auf dem Weg, ein Mitglied der Druidengilde zu werden. Verstanden, dann möchte ich dir gern Esumiyan, den Leiter unserer Gilde, vorstellen. Er ist der Oberste der Seher, der erfahrensten unter den Druiden, die mit den Gebietern des Waldes Rat halten und die Geschicke Gridanias lenken. Ich werde ihm deinen Entschluss mitteilen. Triff dich mit ihm bitte im hinteren Teil der Grotte. Ich muss dich jedoch darum bitten, innerhalb unserer Unterkunft die Stimme nicht zu sehr zu erheben. Du könntest dadurch die meditierenden Druiden um ihre Ruhe bringen. So, ja, wir haben wieder immer mal so ein paar DC-Zeichen. Unglaublich. Wir sollen jetzt mit Esumiyan sprechen, der ist da hinten. Ich werde aber trotzdem erstmal mit Praya reden, damit wir die Quest hier annehmen. Ja, ich bin Praya. Warum hat mich Melain zu mir geschickt? Dich, Melain, genau. Puh, die Arbeit wächst mir tatsächlich über den Kopf und ich nehme deine Hilfe dankend an. Bitte fülle dieses Azema-Rosenöl in die Duftlampen im hinteren Teil der Gilde. In zwei Lampen müsste das Öl fast zur Neige gegangen sein. Achte jedoch darauf, dass du niemanden bei der Meditation störst. Sei schön leise. Jetzt lernen wir den Einsatz von Schlüsselgegenständen. Brauche ich eigentlich jetzt auch nicht vorlesen. Ich zeige euch das einfach mal so. Und zwar können wir jetzt hier einfach X drücken, kommen automatisch in den Schlüsselgegenstandsfenster, Kram, was auch immer, und können hier das Azema-Rosenöl auswählen. So, das mache ich auch direkt mal. Wir haben Nummer 1 aufgefüllt. Machen wir auch gleich mit Nummer 2 noch. Welcher Zustand? So, genau, das haben wir gemacht. Da hinten könnten wir jetzt unsere Quest abschließen. Und hier können wir auf jeden Fall die Story ein bisschen vorantreiben. Beziehungsweise der Druidengilde eintreten. Eine Abenteurerin. Ich bin sehr erfreut, dass dich die 12 zu uns geleitet haben. Mein Name ist Esumiyan und ich versuche diese Gilde zu leiten, so gut ich kann. Du bist zu uns gekommen, um dein Wissen als Druidin zu vertiefen? Dann will ich sogleich damit beginnen, dir etwas über unser Tun zu erzählen. Wir Druiden praktizieren animistische Magie. Wir leihen uns die Kräfte der Natur, um die Umgebung unseren Willen entsprechend zu verändern. Unsere Zauber können sowohl heilen als auch Schutz verleihen. Sie können aber auch zerstörerische Kräfte entfesseln. All unsere Zauber funktionieren jedoch nach ein und demselben Prinzip. Druiden erlernen bei uns zuallererst, ihr Umfeld zu verstehen. Wer begriffen hat, welche Kräfte der ihnen umgebenden Natur innewohnen, der vermag sich diese auch zunutze zu machen. Wir bedienen uns dabei der Macht der Elemente Erde, Wind und Wasser. Also manchmal verlese ich mich noch ganz schrecklich, das ist furchtbar. Aus diesen Elementen lassen sich mit ausreichendem Training magische Geschosse formen, mit denen man sich seiner Feinde erwehren kann. Wenn du lange genug bei uns bleibst, wirst du nicht nur das Heilen von Wunden, sondern auch von Flüchen, Vergiftungen und Krankheiten erlernen. Irgendwann wirst du sogar zu Boden gegangene Kameraden auf die Beine helfen. Druiden darfst du dir nicht als bloße Heiler oder Zerstörer vorstellen. Wir unterstützen unsere Verbündeten mit Hilfe unserer Magie auf unterschiedlichste Art und Weise. Nun schaust du mich an wie alle Abenteurer vor dir, mit denen ich dieses Gespräch geführt habe. Sorge dich nicht, du hast viel Zeit, um meine Worte verstehen zu lernen. Sei dir nur darüber im Klaren, dass die Kraft der Natur nicht nur dir allein zusteht. Wenn du dir die Kraft der Natur zunutze machst, dann tust du es für uns, für das Allgemeinwohl und nicht nur für dich selbst. Versprich mir, dass du als Mitglied unserer Gilde auf die Natur hören und niemals wieder deine Pflichten nach deinem Training vernachlässigen wirst. Schwörst du im Einklang mit der Natur zu leben? Natürlich. Eine weise Entscheidung. Ich, Esumiyan, heiße dich, Zanin, hiermit herzlich als Mitglied der Druidengilde willkommen. Ich möchte dich nun in einen kleinen Test unterziehen, um herauszufinden, wie bewusst du deine Umgebung wahrnimmst. Außerhalb der schützenden Stadtmauern gibt es Marienkäfer, Baumhörnchen und Forstfungi. Ich möchte, dass du jeweils drei von ihnen bezwingst. Diese harmlos aussehenden Wesen schädigen die Bäume und verhindern, dass sich der Wald von den Schäden der siebten Katastrophe erholen kann. Atme tief ein, wenn du im Wald bist,
und öffne deine Augen für das Unsichtbare. Spüre die schier unerschöpfliche Lebensenergie, die uns überall umgibt. Mithilfe dieser Energie wirst du deine Zauber wirken und den Bestand der Monster auf eine für den Wald annehmbare Zahl verringern. Geh nun und erfülle deine Pflicht als Mitglied der Druidengilde. Huiuiui, also es gibt immer sehr, sehr viel hier zu lesen. Das ist aber echt, sehr viel, groß im Anteil jetzt am Anfang. Später ist das nicht mehr ganz so schlimm. So, ja, wir haben ja jetzt mit Praia das Quest abgeschlossen, deswegen werden wir das jetzt auch abgeben. Vielen Dank für deine Hilfe, du hast deine Aufgabe ordentlich erfüllt. Bisher habe ich keine hohe Meinung von Abenteurern, denn die meisten sind grob, schlechtig und ungeschickt. Doch du legst Vorsicht und Eleganz an den Tag. Melaine hat dich offensichtlich richtig eingeschätzt, wofür ich ihr dankbar bin. Und du kannst dich geehrt fühlen, dass sie dich ausgewählt hat. So, dann, wir können jetzt auswählen, ob wir einen Heiltrank oder einen Äther nehmen. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Heiltrank. Ja. Ich meine, Äther wäre für uns theoretisch praktischer, weil wir ja Magier sind. Aber eigentlich brauchen wir das so gut wie gar nicht. Also das ist einfach, nicht unbedingt notwendig. Gut, gut. Auf jeden Fall hatte ich jetzt kurz einen DC. Ganz knapp gewesen. Wir könnten jetzt... Ach, das ist unser Freund. Genau. Wir könnten jetzt hier die Quest weiter annehmen. Und ich denke, das werde ich auch mal machen. Ihr rechts an der Seite seht ihr übrigens, wir müssen... bei einer anderen Quest auch schon Fungi erledigen. Deswegen können wir das eigentlich alles miteinander verbinden. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. So. Wir nehmen die Quest von Praia an. Da müsste man Level 3 sein, um das abzuschließen. Das wird dann aber, denke ich mal, zu dem Zeitpunkt sein, wo wir das dann abschließen werden. Öl für das Orakel. Dafür kriegen wir 420 EXP übrigens, was mittlerweile schon relativ viel ist. Außerdem können wir uns hier ein paar Handschuhe aussuchen. Natürlich nur die Lederfäustlinge wären momentan, Lederfederfäustlinge, so, wären eigentlich am praktischsten, weil das andere nur von Kriegern getragen werden kann. Außerdem kriegen wir allergische Zinnstücke, die eigentlich null Bedeutung haben, außer dass man sie verkaufen kann. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal geplant ist, dass da ein bisschen, Sinn oder so mit reingebracht wird. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Naja gut, in der Grotte der versunkenen Gedanken bereitet die Druidin Praia ein wichtiges Ritual vor. Doch dafür fehlt ihr das dringend benötigte terpenhaltige Käfersekret von Marienkäfern. Wir sollen anscheinend wieder Marienkäfer killen, das bringt uns eigentlich auch wieder in die Richtung, die wir eh schon gehen müssen. Und können wir auch wieder miteinander verbinden. Sei gegrüßt, würdest du einer Druidin aus der Grotte der versunkenen Gedanken einen Gefallen erweisen? Ein wichtiges Orakelritual steht kurz bevor und ich kümmere mich um die Vorbereitung. Doch dafür brauche ich unbedingt terpenhaltiges Käfersekret. Terpenhaltiges Käfersekret lässt sich aus Marienkäfern gewinnen, die in der Nähe von vom Stuppen leben. Du würdest mir einen riesen Gefallen tun, wenn du mir das terpenhaltige Käfersekret von 6 Marienkäfern bringen könntest. Klar, das machen wir auch. Und ja, gerade eben, wie gesagt, haben wir einen Freund von uns gesehen. Die werden orange dargestellt, damit man sie auf der Karte auch besser sehen kann. Wenn ihr zufälligerweise auch auf diesem Server seid, könnt ihr mich gerne anschreiben. Gerne auch meinem richtigen Charakter am besten, weil ich mit dem eher wahrscheinlich online sein werde. Und dann würde ich euch dann auch adden. Dodo ist jetzt hier auch ein neuer Spieler. Wie ihr sehen könnt, hat er jetzt auch diesen Etheritengrad aktiviert. Ich gucke gerade mal, wir haben, glaube ich, ganz links den noch nicht aktiviert. Werden wir auch am besten mal machen. Und dann können wir eigentlich anfangen, rauszugehen und so ein bisschen zu kämpfen. Sonst jetzt hier auf der Karte ist jetzt nichts großartig weiter. Wir können halt ein paar Quests abgeben und so weiter. So, Samiane. Die Roseninvasion. Die Gärtnerin Samian hat ungewollt Blumensamen auf den Weg verstreut. Sie könnte sicher Hilfe beim Aufsammeln gebrauchen. Halt! Auf ein Wort! Entschuldige bitte meine Aufregung, aber ich habe Samen der Asema-Rose überall auf dem Weg verstreut. Ungewollt wohlgemerkt. Die Tüte, in der die Samen waren, hat ein Loch und jetzt kugeln die Samen überall auf dem Boden herum. Ach nein, ist das schrecklich!
Wärst du vielleicht so nett, mir beim Aufsammeln der Samen zu helfen? Sie könnten überall auf dem Weg von hier bis zur Gärtnergilde liegen. Gut, ja, das ist wieder das Ähnliche, was wir vorhin hatten mit den Wildgemüse. Deswegen werde ich das jetzt hier gerade mal nebenbei noch schnell machen. Wir sollen insgesamt 6 Samen der Azelma-Rose aufsammeln. Können wir hier auch ganz fix machen. Ich guck mal gerade, hinter uns war nichts. Nein, nicht, dass wir das vergessen. Hier ist auf jeden Fall noch eins. Das noch. Und da sind die letzten beiden. Ist ziemlich einfach, ist wieder wahrscheinlich so eine Art Tutorial, wie man sich bewegt, wie man gewisse Sachen macht, dass das im Kopf bleibt, dass man das immer wieder sich in Erinnerung ruft. Und, ach ja, wir gehen direkt mal zurück, wenn wir schon in der Nähe sind. Quest abgeben und so weiter. Und schaut mal unten auf unsere Leiste, da seht ihr übrigens Tru, das ist die Abkürzung für Druide, Stufe 2. Und wir sind bei 120 von 600 EXP, was ich euch aber eigentlich zeigen wollte. Die Leiste ist jetzt blau rechts an der Seite. Links ist es ja gelb oder golden. Das ist der Fortschritt, den wir momentan gemacht haben. Die Leiste ist unser kompletter Balken, 100%, um das nächste Level zu erreichen. Und blau ist das Zeichen dafür, dass wir im Ruhebereich gewartet haben oder ausgelockt haben, was ich euch das eine Mal schon erklärt habe. Dadurch kriegen wir ein paar mehr EXP. Kriegen wir übrigens aber nur dann, wenn wir Gegner besiegen. Also jetzt bei Quests und so weiter bleiben die EXP gleich. Hast du alle Samen aufgesammelt, die du finden konntest? Hoffentlich hast du dabei nicht zu viele zertreten. Nein, nein, wir doch nicht. Vielen Dank für deine Hilfe. Dank dir habe ich die meisten Samen wieder und dieser Weg ergeht nochmal einer Überwucherung durch Azelma-Rosen. Natürlich wäre das ein hübscher Anblick, aber hier ist kein optimaler Ort für diese empfindlichen Rosen. Jede Pflanze hat ihre ganz eigenen Bedürfnisse, musst du wissen. Was für ein Glück, dass du zur rechten Zeit zur Stelle warst. Mögen dich die Gebieter stets beschützen. Wir kriegen auch dafür 110 EXP und 111 Jill. So langsam werden wir reich. Na, abgeschlossen. Ja, dadurch, dass ich jetzt hier so nebenbei ein etwas schlechtere Internet habe, dauert das jetzt hier etwas. Entschuldigt die Unterbrechung, aber da ist doch mein Internet tatsächlich jetzt weg gewesen. Es ist echt schlimm, wenn man nur OMTS leider benutzen kann, aber es wird sich irgendwann ändern. Bla bla bla, das werde ich jetzt erstmal schnell überspringen, das haben wir ja gelesen. Und wir haben den Auftrag abgeschlossen, 110 EXP bekommen. Ja, hier an der Seite, wie gesagt, wäre jetzt noch ein Quest, das werde ich auch fix annehmen. Beziehungsweise, als allererstes werde ich, glaube ich, mir erstmal diesen Ätheriten hier hinten holen. Damit wir das schon mal abgeschlossen haben, weil ich solche Sachen gerne mal vergesse. Wir kriegen zum Glück auch eine Meldung, wenn wir in der Stadt alle Ätheriten eingesammelt haben. Das wusste ich anfangs nicht, da habe ich ewig lang einen noch vergessen gehabt. Und ja, irgendwann durch Zufall wollte ich von dort weg teleportieren und habe dann gemerkt, oh, den habe ich ja noch gar nicht. Naja, so kann es kommen. Egal, auf jeden Fall werden wir jetzt hier hinten mal die andere Quest annehmen, die wir jetzt momentan noch nicht angenommen haben. Dann die anderen Sachen werden wir später erst abschließen. Wir werden dann gleich erstmal raus aus der Stadt gehen. So, entschuldigt, da sind wir schon wieder. Wir haben jetzt auf jeden Fall diesen Stadtätheriten und können die anderen, ja, ich sag jetzt mal, die anderen Ätheriten auswählen. Ich hatte jetzt gerade übrigens ein DC. Ganz klasse. Aber das soll uns mal nicht weiter stören. Ich schnibbel das immer so schön zurecht, dass ihr davon nicht großartig was sehen werdet. Außer natürlich unten rechts in der Uhrzeit. Egal. Wir haben jetzt hier wieder eine weitere Quest. Ich glaube, dass wir schon fast... Nee, nicht ganz. Stufe 3, Knospe des Vertrauens. Wir kriegen dafür 210 EXP, 118 Jill. Und die Beschreibung, der Gärtner Ethelred hat offensichtlich Vorteil gegenüber Abenteuer. Trotzdem möchte er einen Abenteurer bitten, etwas zur Gilde der Druiden zu bringen. Wie passt das zusammen? Pah, noch so eine Gaunerin von einem Abenteurerin. Ihr seid doch alle gleich und denkt nur an euer eigenes Wohl. Oder etwa nicht? Wenn du mich vom Gegenteil überzeugen willst, dann erweise mir doch einen kleinen Gefallen. Bitte bringe diese Azelma-Rose zum Seherwalde an Novikas Altar. Enttäusch mich nicht.
Wir haben diesen Auftrag angenommen und werden natürlich seinen Bitten nachkommen und die Azema-Rosen zu ihm, beziehungsweise zu, wie hieß er nochmal? Waldev, genau. Zu Waldev bringen und, wie komme ich denn hier nochmal hoch? Ah, genau. Ja, und diese Quest damit abschließen. So. Gehen wir jetzt erstmal hier lang. Okay, wir gucken mal. Wir müssen... Ich guck mal gerade runter. Ich würde sagen, wir werden den Part noch fix ein paar Quests abschließen und im nächsten Part gehen wir dann raus in den Wald, damit wir dort ein bisschen, ja, einen glatten Abschluss haben. Na gut. Ja, das ist, am Anfang ist man extremst überhäuft mit Quests und so weiter, die eigentlich noch nicht mal so, weiß ich nicht, so sinnvoll sind. Sie sind dafür da, ein paar EXP am Anfang zu bekommen, um das Spiel ein bisschen kennenzulernen und ja, so Sachen halt. Die Stadt so ein bisschen auswendig kennenzulernen, wenn man sich ja doch anfangs relativ schnell verlaufen könnte. Welch seltener Besuch an Novikas Altar. Was führt dich zu uns? Wir bringen dir Azema-Rose. Eine Azema-Rose? Darauf habe ich schon gewartet. Du bringst sie mir also im Auftrag Ethelreds? Verzeih mir meine Überraschung. Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet Ethelred was etwas so Wichtiges einer Abenteurerin anvertraut. Du wirst bemerkt haben, dass er nicht viel von Abenteurern hält. Einige Abenteurer haben in den Wäldern Gridanias seltene Kräuter und Blumen gepflückt, um sie in den anderen Städten zu hohen Preisen zu verscherbeln. Leider haben sie dabei den halben Wald verwüstet. Ethelred hat ihnen das bis heute nicht verziehen. Unsere Hohepriesterin Kanisenna hat ihm jedoch geraten, seinen Schmerz zu überwinden. Auch die Wunden eines Baumes müssen irgendwann vernarben. Ich freue mich, dass er über seinen Schatten gesprungen ist und sich dir anvertraut hat. Und natürlich bin ich auch froh, dass er an eine edle Abenteurerin wie dich geraten ist. Ich danke den Geistern des Waldes, dass sie dich zu uns gesandt haben und ich danke dir, dass du uns geholfen hast. So, auch das haben wir abgeschlossen. Puh, meine Güte. Jetzt gucken wir mal. Damit wir nicht so lange laufen müssen, würde ich sagen, wir teleportieren uns mal. Weil hier kommen wir auch in den Nordwald. Ich möchte aber eigentlich erstmal in den anderen Wald. Ach was, wir gehen hier raus. Jetzt muss ich erstmal natürlich gucken, wo ich dahin muss. Ich verlaufe mich ja so gerne. Gut, dann werden wir mich erstmal den einen Wald hier rausgehen. Dann müssen wir hier lang. Ich werde übrigens öfters mal die Karte aufrufen, damit ich weiß, wo ich überhaupt bin, irgendwann bin. Wie gesagt, verlaufen und so. Ach so, genau. Wir haben einen bisher unbekannten Ort betreten. Jedes Mal, wenn wir einen unbekannten Ort betreten, kriegen wir ein paar EXP. Das entspricht einem gewissen Prozentsatz der maximalen HP, die wir momentan bekommen können auf dem Level. Das heißt, wenn wir haben jetzt hier maximal 600 EXP, die wir bekommen können und haben jetzt 15 EXP für das Erobern oder Erkunden eines neuen Gebietes bekommen. Kämpfen muss ich nicht erklären, denke ich. Als Magier müsste ich jetzt hier dieses Auto-Attack nicht unbedingt machen. Da würden wir ganz normal zuhauen. Da wir aber Magier, wie gesagt, sind und von Weitem kämpfen können, werde ich hier einfach nur Erde machen. Das kann ich, wie gesagt, von Weitem machen. Da brauche ich nicht unbedingt so nah rangehen. Und somit das erste Eichhörnchen bzw. Baumhörnchen töten, was wir bekommen. Wir haben dafür eine weiche Tierhaut bekommen, die wir später noch verkaufen können. Ja, jetzt wird außerdem hier noch die Routine erklärt. Müssen wir jetzt nicht wissen. Ist nicht so wichtig. Das sind, wie gesagt, die EXP. Wie viel sollen wir jetzt nochmal besiegen? Wir sollen 3 von diesen Baumhörnchen besiegen. Okay. In dem Moment, wo wir keine mehr besiegen müssen, ist übrigens auch das Zeichen über deren Kopf weg. Das werdet ihr aber dann gleich noch sehen. Das war das zweite. Oh, wir sind jetzt Level 3 auf. So, das ist jetzt hier das dritte und dann werdet ihr auch gleich sehen, dass die Zeichen hier verschwinden werden. So, genau. Wir haben das dritte Baumhörnchen besiegt, haben somit einen Teil der Quest erledigt, müssen aber hier auch noch Marienkäfer besiegen. Das werden wir mal gerade eben noch machen. Ah ja, durch den
durch die Attacke Stein, können wir außerdem den Zusatzeffekt Gewicht auf den Gegner zaubern. Damit läuft der langsamer und braucht etwas länger, bis er bei uns ist und somit angreifen kann. In der Zeit könnten wir, wenn wir Glück haben, den Gegner besiegen. Das werden wir auch mal machen. Wir müssen von dem Marienkäfer insgesamt 6 Stück besiegen. 3 zwar nur für den Weg des Druiden, aber insgesamt 6 für das Öl des Orakels. Da wir das jetzt hier alles gleich verbinden können, mache ich natürlich auch 6 Stück gleich hier platt. Und dann muss ich mal gucken, Forstfungi, die finden wir glaube ich auch hier in dem Gebiet. Och, was, der lebt noch. Unglaublich. So. Dann brauche ich dich noch. Einen Marienkäfer brauche ich noch. Das ist da hinten beispielsweise. Oder hier vorne können wir auch noch mal. Oder hier noch praktischer. Haben wir es doch direkt bei uns. Dadurch, dass er jetzt so nah bei uns ist, kann er uns natürlich auch direkt angreifen. So, noch einmal. So, das müsste es jetzt soweit gewesen sein. Wir könnten jetzt die Quest schon abgeben. Ich werde jetzt aber mal noch diesen Forstfungi suchen, der hier ja irgendwo sein muss. Eigentlich. Hier draußen sind auch noch ein paar andere Quests, die wir annehmen können. Lasse ich jetzt aber erstmal. Genau, der hat jetzt gerade mal so eben so ein armes kleines Tierchen platt gemacht. Macht er irgendwie regelmäßig? Naja. Mal gucken. Forstfungi. Ihr seht, die Level der Gegner werden jetzt hier auch etwas höher. Kann auch etwas gefährlich werden. Ich würde sagen, wir gehen mal lieber zurück. Ich werde schon mal die eine Quest abgeben, würde ich sagen. Und wir gehen dann mal auf den anderen Ausgang raus, damit wir dort die Forstfungi finden. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau, wo die hier waren. Weiß ich gar nicht. Naja, egal. Hier auf der Karte seht ihr übrigens auch, dass das Gebiet wesentlich weitergeht. Wir werden jetzt aber noch nicht alles erkunden. Erstmal, wie gesagt, hier so ein bisschen ein paar Quests erledigen. Okay, wir sind wieder in Altkritania. Ja, werden gerade die Quest, das Öl des Orakels, abgeben. Und dann müsste man eigentlich schon bald den Part wieder beenden. Die Zeit vergeht immer so schnell. Aber das ist so das Problem bei Online-Spielen. Man vergisst die Zeit ziemlich und plötzlich guckt man und schon sind 2 Stunden vergangen, wo man sich irgendwie, keine Ahnung, beim Arbeiten oder so manchmal echt ewig verrückt macht, bis das mal vorbei ist. Aber das geht echt rasend schnell. Gut, gut. Okay, hier vorne können wir auch direkt das Quest abgeben. Willkommen zurück. Hast du genug Käfersekret sammeln können? Aber sicher. Vielen Dank, das reicht für das Ritual. Ich danke den Gebietern und dem Wald dafür, dass sie dich zu mir gesandt haben. Hier, nimm dies als kleine Entschädigung für deine Mühen. Wir haben 420 EXP bekommen und können uns jetzt hier Handschuhe aussuchen. So, die werde ich auch direkt mal anziehen. Das sind... Ach, da muss ich Level 5 sein. Oh, das dauert noch ein bisschen. Naja, gut. Aber wir sind ja schon eigentlich auf dem besten Weg, Level 5 zu sein. Stehen kurz vor Level 4. Das eine Level machen wir auch dann noch fix. Und dann können wir eigentlich die Handschuhe dann schon bald tragen. Gut, gut. Wir gehen mal. Ich gucke mal gerade hin. Das ist, glaube ich, um Himmels Willen, das war, glaube ich, die... Das war die Waldläufer-Gilde? Weiß ich gar nicht so genau. Oder nein, Moment. Wo bin ich hier eigentlich? Ich glaube, den hatte ich noch gar nicht. Ja, ich bin hier ja ganz woanders. Egal. Gut, dann machen wir das beim nächsten Mal dann. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir jetzt erstmal den Part. Ich mache mich dann mal auf den Weg nach draußen nebenbei. Wir sehen uns dann draußen im, wo waren das? Ich glaube, der Südwald oder sowas. Tieferwald. Sehen wir uns wieder. Und ja,
Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.